Wir machen heute ein großes Kanada-Update und da möchte ich euch zunächst erstmal den Ist-Stand meiner Sammlung zeigen. Hier im Album mit Kanada bis Kenia. Und da beginnen wir bei Kanada mit älteren 1-Cent-Stücken. Beginnt dann ganz oben mit einem aus Nova Scotia, also aus Neuschottland. Und dann hier mit Centstücken aus Kanada direkt, zum Teil noch mit Queen Victoria. Da haben wir hier 1876, hier zum Beispiel 1888, 1901. Dann geht es weiter 1906, 7, 9, 10 und hier unten dann von 1911 bis 1920. Die halte ich auch mal ein Stückchen näher in die Kamera, weil ich finde, dass das wirklich schöne Münzen sind. Und das Ganze geht dann weiter mit 1 und 5 Cent Stücken aus den 20er, 30er Jahren. Hier 1 Cent von 1928, einige 5er von 1924 bis 35. Und geht dann weiter mit den Centstücken von 1938 hier bis 1964. Auf den Rückseiten dann auch nochmal King Georg VI. Und dann hier natürlich Elisabeth II. Dabei sind dann die beiden unteren Centstücke vor allem auch schön in der Erhaltung. Und dann kommen auch schon die modernen Münzen. Hier oben einige 5er aus den 60er Jahren. Dann der 1 Cent von 1967 von der Tierserie. Und dann hier Centstücke von 1965 bis 1989. Dann haben wir hier diverse 1-Dollar-Münzen. Hier oben die Kursmünze mit dem Kanu 1969, 72, 75 und 82. Und dann hier unten noch zwei Gedenkmünzen. Einmal British Columbia von 1971 und die Verfassung der Konföderierten von 1982. Und dann hier noch ein paar weitere Kleinmünzen, noch ein paar 5 von 1972 bis 85 hier oben, einige 10 Cent Stücke mit dem Kanu, einige 25 Cent aus den 70er Jahren 1977, 78, eine 25 Cent Gedenkmünze von 1973 und nochmal eine 1 Cent Gedenkmünze von 92. Und auf der nächsten Seite nochmal ein paar weitere Centstücke. Das geht dann hier oben 2001, 2002 und 2003. Sind hier sogar vertauscht, sehe ich gerade. Warum, weiß ich auch nicht. Achso doch, weil die Ausgabe von 2002 ist eine Gedenkmünze. Deswegen gehört nämlich nicht mit hier oben zu den normalen, sondern hat eine separate Jahresangabe. Hier unten nochmal ein paar 5 Cent Stücke 1990. 93 und 2000. Dann hier nochmal ein paar Centstücke, aufgeteilt nach magnetisch und nicht magnetisch. Einige Jahrgänge gibt es da nämlich, die beides haben. Deswegen ist das hier auch gut nochmal sortiert. Und dann hier unten nochmal 5 Cent und 10 Cent etwas neueren Datums, die dann schon mit dem aktuell, glaube ich, auch letzten oder zumindest vorletzten Design von Elisabeth II. Auf diesen Münzen. Und hier dann nochmal die paar wenigen, das einzige 1-Dollar-Stück, was ich hier im Album habe. Und nochmal drei 2-Dollar-Münzen, die normale Umlaufmünze, eine Gedenkausgabe von 2000 und nochmal eine von 2012. Genau, das ist hier der Kanada-Anteil in diesem Album. Und ein, was zeige ich euch trotzdem noch, oder kurz noch den Rest hier im Album. Da haben wir nochmal Kap Verde ganz oben mit 7 Münzen. Hier unten einige Münzen aus Kasachstan. Dann haben wir hier noch eine Münze aus Katanga und ein paar Münzen aus Katar. Und dann haben wir hier noch ein paar Münzen aus Kenia im Album. Das
sind auch alles verschiedene, zum Teil auch nicht mehr ganz so gut erhalten, aber sind eben trotzdem dann die einzigen, die ich habe. Und hier unten auch nochmal den aktuellen kompletten Satz in bankfrischer Erhaltung. Genau, das ist der gesamte Inhalt des Albums und jetzt zeige ich euch mal, was bei Kanada alles dazukommt. Und hier seht ihr jetzt mal, was bei Kanada alles dazukommt. Das ist sogar noch nicht ganz alles, denn hier oben sind erstmal rechts die ganzen Quarter, die 25 Cent Stücke, hier links die ganzen 10 Cent Stücke, alles schon nach Jahrgängen und zum Teil auch Gedenkmünzen sortiert. Dann hier unten, da haben wir die ganzen Fünfer, auch nach Jahrgängen sortiert. Und hier sind sogar einige richtig alte dabei. Hier oben 1942, mal als ein Beispiel. Noch mit König Georg dem VI. Die älteste Münze, die in diesem ganzen Lot hier dabei ist. Ansonsten ist das Ganze dann hier immer nach Jahrzehnten geordnet. Hier dann die 50er Jahre, 1950, 52, 53, 54. Auch da nochmal ein schöner Fünfer von 1954 mit dabei. Da gab es ja eine Zeit lang dann auch die eckigen. Und dann geht das Ganze immer so weiter. 60er Jahre inklusive dem 5 Cent Stück mit dem Hasen von 1967. Da waren auch mehrere dabei. Fehlt mir noch im Album, habe ich aber trotzdem schon in der Sammlung, nämlich im originalen Kursmünzensatz von damals. Denn nur der 1er und der 5er waren nicht aus Edelmetall. Und so sah dann der Originalkursmünzensatz aus mit allen 6 Münzen vom 1er, dann hier der 5er, 10, 25 Cent, 50 Cent und 1 Dollar. Und eben die 3 unteren Münzen und auch das Dollarstück sind aus Silber. Und deswegen sind die natürlich dann auch nicht im Album, sondern vor allem hier eben im Originalsatz belassen. Genau, danach dann 70er, 80er, 90er Jahre, einige Münzen auch aus den 2000er Jahren und dann die neueste sogar schon von 2016. Da ist dann auf jeden Fall viel Neues dabei fürs Album. Und auch eine Sondermünze war hier mit dabei, nämlich 5 Cent von 2005 mit dem Motiv der 5 Cent Stücke aus den 40er Jahren, wo es ja da auch einige ziemlich teure Exemplare gibt. Machen wir gleich erstmal weiter hier drüben mit den 1 und 2 Dollar Münzen. Da auch einige neue, ich habe ja da nur einen einzigen im Album, nämlich 1989, wo auch hier die meisten dabei waren. Ansonsten dann schön, zum Beispiel hier 1987 in der Erhaltung. Dann auch ein paar aus den 90er Jahren wieder mit dabei. Und geht dann hier bis zum neuesten von 2013. Da hat dann das 1-Dollar-Stück unter anderem auch nochmal ein neues Sicherheitsmerkmal bekommen. Und dann noch einige Gedenkmünzen mit dabei. Zeigt da jetzt einfach hier nochmal 2 mit in die Kamera, dass ihr da auch mal einen etwas genaueren Blick habt. Zum Beispiel hier diese beiden, insgesamt sind es 4 Ausgaben. Und dann noch einige 2-Dollar Münzen, auch da dann wieder einmal das ganz normale Motiv. Zum Beispiel hier auf dem 2er von 1996. Dann auch die Gedenkmünze, die ihr vorhin schon gesehen habt, ist auch mit dabei, nämlich hier die von 2000. Die ist ja auch schon im Album drin.
aber kann sicherlich auch mit der Erhaltung nochmal ausgetauscht werden. Dann ist nochmal eine weitere Gedenkmünze drin, nämlich diese hier von 1999. Und bei den Kursmünzen im Allgemeinen geht es hier bis sogar hier 2015. Auch da dann wieder mit neuen Sicherheitsmerkmalen, wie auch schon bei dem 1 Dollar. Was hier auch überall dabei ist, außer bei den 1 Dollar Münzen, da hat es gefehlt, ist die Sonderausgabe mit der doppelten Jahreszahl zum Thronjubiläum von Elisabeth II., 1952 bis 2002. Das ist zum Beispiel jetzt hier bei der 2-Dollar-Münze mit dabei, mit dem regulären Motiv. Das ist auch bei den 5ern mit dabei. Da war immerhin einer dabei. Und das ist auch bei allen anderen Münzen dabei. Kommen wir nämlich jetzt erstmal zu den 10ern. Da ist soweit alles ganz normal. Ich denke, das Motiv ist soweit bekannt. Ich zeige da einfach mal einen in die Kamera. Das Motiv der 10er, hier einmal von 2010. Dann mit verschiedenen Porträts auf der Rückseite. Da waren auch wieder sehr viele Jahrgänge dabei. Beginnend dann 1968, 69, 70er Jahre, 80er Jahre sogar komplett, 90er Jahre, 2000er Jahre und dann hier nochmal die 2010er Jahre. Auch da, was ich eben angesprochen hatte, hier wieder die doppelte Jahreszahl und ansonsten mit einer Gedenkausgabe aus dem Jahr 2001. Ist auch in großer Millionenauflage geprägt worden, ist also nichts Besonderes. Aber sie fehlt halt noch in der Sammlung und hier sind gleich mehrere Exemplare dabei, um das Ganze dann mal auszusuchen, was Qualität angeht. Genau, und dann noch die 25 Cent Stücke einmal da oben. Beginnen dann auch wieder 68, 69. Dann hier die 70er Jahre, die 80er Jahre, die 90er Jahre, 2000er Jahre und 2010er Jahre. Der neueste, der dann hier dabei ist, ist von 2018. Und dann auch hier wieder dabei die Ausgabe von 2002, dann mit der doppelten Jahreszahl. Und was hier noch dabei ist, das sind diese drei Reihen hier, ist ein großer Berg Gedenkmünzen, beginnend auch wieder mit dem größten Stapel, den 25 Cent von 1973. Der muss dann nochmal auf die Variante mit den Randperlen geprüft werden, denn auf der Rückseite gibt es zwei unterschiedliche Anzahlen an Randperlen, einmal 120, einmal 132. Und die mit den Mehrperlen ist eben auch seltener. Das Ganze wird dann nochmal überprüft. Und ansonsten etliche Gedenkmünzen dabei. Hier eine ganze Reihe 99. Hier eine ganze Reihe 92, 99 und 2000. Und dann hier noch einige andere Ausgaben. Und auch da zeige ich euch einfach mal ein paar in die Kamera. Die sind nämlich auch wirklich, wirklich schön. Und da freue ich mich fast mit am meisten, dass da so viele dabei waren. Denn da habe ich auch kaum welche in der Sammlung. Also eigentlich bloß einen einzigen Satz. Und gerade auch hier die beiden auf der linken Seite sind ja wirklich gestaltungsmäßig richtig toll, finde ich zumindest. In der Mitte auch 25 Cent zu 50 Jahre kanadische Flagge. Da habe ich auch eine oder ich glaube zwei Sonderausgaben in der Sammlung. Und was auch nochmal schön ist, was hier mit dabei ist, sind
Ausgaben zu den Olympischen Spielen in Vancouver damals von 2010. Da sind hier zwei verschiedene Motive dabei. Da gab es ja insgesamt noch einige mehr. Das sind die beiden enthaltenen Motive. Und da habe ich mir, als ich damals angefangen habe zu sammeln, oder fast angefangen habe zu sammeln, den Komplettsatz gekauft, der dann so aussieht. Hier sind wirklich alle 25 Cent Stücke dabei, 12 Stück und nochmal zwei 1-Dollar Münzen, die eben speziell zu den Olympischen Spielen damals so herausgegeben wurden. Hier eben im offiziellen Satz. Der bleibt auch so eingeschweißt, wie er ist. Auch nochmal schön, das so in der Sammlung zu haben. Aus Kanada habe ich ja eben bisher noch wirklich nicht so viel gehabt. Ja, das Ganze hier, das wird jetzt noch mit einsortiert und dann zeige ich euch zum Schluss nochmal den neuen Ist-Stand. Wir machen jetzt den letzten Teil des Kanada-Updates und zwar das Vorher-Nachher, jetzt davon das Nachher. Über 100 Münzen waren neu. Auf der ersten Seite hier sieht man noch keine Veränderungen mit den alten Cent-Stücken, aber das wird sich jetzt hier schon ändern. Zum Beispiel hier die 5 Cent von 1942 sind neu dazugekommen. Und jetzt auf den nächsten Seiten, da sieht man schon hier oben die ganzen Fünfer da, es sind fast alle neu davon. Bei den 1 Cent Stücken konnte ich hier noch eine Qualität austauschen. Die Münze hatte ich jetzt noch woanders mitgehabt. Der einer von 1965. Dann hier bei den 5 Cent Stücken dann auch. Da sind um die 15 bis 18 Stück hier neu. Also da auch eine ganze Menge. Und viele davon sind auch noch in ganz anschaulichen Qualitäten. Also alles in allem ein sehr, sehr, sehr gelungenes Update. Freue ich mich, dass das so geklappt hat. Auch hier dann von den Zehnern sind fast alle neu. Da dann auch mit ein paar Varianten, die es dann über Numista rauszusuchen gibt. Hier bei den beiden, da sind es dann die Randkerben, die ausschlaggebend sind, ob die eben richtig kantig sind oder leicht gewellt. Hier 1980 die dünne und dicke Jahreszahl bei den beiden Münzen. Das sind dann alles Sachen, wer sich da genauer informieren möchte oder auch selber danach suchen möchte, dem kann ich da wirklich nur Numista empfehlen. Das nutze ich dann auch, wenn ich hier so Kiloware sortiere, um das Ganze ein bisschen schneller raussuchen zu können. Genau, hier die 1-Dollar Großmünzen, da hat sich auch nichts geändert. Aber auch hier dann schon wieder bei den 25 Cent Stücken, auch da wieder zwei Varianten, einmal 1978 mit kleinen und großen Randperlen, 1980 auch da nochmal mit den Randperlen eine Änderung, besser gesagt eine Variante. Dann hier der 5er ist ja auch neu mit dem Hasen, mit den Tieren. Hier unten bei dem 25er von 1973 die Variante mit den häufigen, mit den vielen Randperlen war leider nicht dabei. Genau, hier die ganzen 5er sind bis auf einen auch neu. Dann hier 10 Cent Stücke, 25 Cent Stücke, die beiden sind auch neu. Hier die 3 von 1992 mit der doppelten Jahreszahl angegeben. Dann hier die 25 Cent Stücke von 1992 als Sondermünzen, die 7 Stück. Dann hier diverse 1-Dollar Münzen, die beiden verschiedenen Typen, eine 2-Dollar Münze. Dann hier die 3 Gedenkdollar und hier nochmal 2 Gedenkdollar Münzen. Hier oben dann die 25 Cent zur christlichen Jahrtausendwende, 4 Stück von 1999, 6 Stück von 2000. Die eine 10 Cent Ausgabe von 2001, die Gedenkmünze. Hier die Münzen 50 Jahre Königin Elisabeth II., auch da wieder mit der doppelten Jahreszahl angegeben, 1952 bis 2002. Hier unten nochmal eine Sondermünze, auch von 2002. Da ist also wirklich viel dazugekommen. Hier bei den einzelnen Stücken, die sind so geblieben mit nicht magnetisch und magnetisch.
Und hier bei den 5ern und 10ern, da sind auch fast alle neu. Hat sich also wirklich, wirklich gelohnt. Und dann hier die letzte Seite noch mit den 25 Cent Stücken hier oben bis 2000, ich glaube 16 war das. Nein, sogar 2018, genau. Dann 1 Dollar Münzen, 2 Dollar Münzen, einige Gedenkmünzen hier nochmal. Auch wieder die schönen 25 Cent Stücke, unter anderem mit den Olympischen Spielen in Vancouver. Mit 50 Jahre kanadische Flagge hier unten. Veteranentag. Und noch einige andere. Und dann hier nochmal die ganz neuen Kursmünzen quasi, die dann neben den Eisbären bzw. der Stockende dann auch nochmal Sicherheitsmerkmale enthalten. Dann hier links und rechts von der Wertziffer bzw. bei dem 1-Dollar-Stück über der Stockende. Und wie gesagt, das jetzt hier auch die letzte Seite. Hier geht es dann weiter unverändert mit Kap Verde. Und ich denke, Kanada wird jetzt auch in nächster Zeit noch sein eigenes Album bekommen. Das ist dann bloß ein kleines bisschen aufwendiger und ist auch ganz unspektakulär. Da wird dann einfach von das Deckblatt zweimal neu ausgedruckt und das Ganze wird dann noch ein bisschen umsortiert. Aber hier in dem Album sind jetzt insgesamt 17 Seiten drin und das ist zwar noch okay, aber es ist dann trotzdem ein kleines bisschen schon zu viel. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe auch, sowas hat euch mal gefallen als kleines Update für zwischendurch. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.